Gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Team of the Season Football-Video hier auf meinem Kanal, Leute. R9 war am Start. Einige Team of the Seasons. Geiles Draft. Bleibt bis zum Schluss dran, Leute. Macht die 3 Likes voll. Ich hoffe doch, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, Leute. Und checkt noch gerne meine Songs auf Spotify aus, Leute. Wisst ihr, Till FIFA Gaming heiße ich dort. Einfach immer unten rechts auf Dauerschleife, das Dauerschleife-Symbol anmachen. Pumpt die Songs Tag und Nacht, Leute. Ich würde mich sehr darüber freuen, so unterstütze mich sehr. Und dann würde ich sagen, starten wir ins Video, Leute. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. Leute, hört euch gerne meine Songs auf Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen an. Till FIFA Gaming heiße ich dort oder auch Mr. B. Ihr wisst Bescheid, hier sind alle Songs. Jeden Donnerstag um 23.59 Uhr kommen die Songs hier neu online. Das heißt, ihr kriegt die Songs hier auch schon immer vor den YouTube-Videos. Ja, das heißt, geht schon mal gerne vorbei. Hier sind Songs online, die ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Zieht sie euch rein, klickt irgendeinen Song an und macht hier unten rechts dieses Dauerschleife-Symbol an und pumpt den Song den ganzen Tag, die ganze Nacht durch. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, macht ihr einfach euer Handy leise, den Sound leise und lasst den Song weiter den ganzen Tag und ganze Nacht durchballern. Ich hoffe es doch. Euch. So, ab geht's mit diesen Formationen. Das sieht nicht so gut aus. 4, 3, 1, 2. Ist okay. Ist in Ordnung. Luis Suarez ist auch in Ordnung. Wenn wir David Silva für die ZOM-Position oder Gareth Bale geht auf die Bank, Digga. WTF. Coutinho geht auch auf die Bank. Boah. Sollen wir Bankspieler mitnehmen? Ey, das haben wir nicht so oft, Leute. Aber auf der Position, wo der auf der Bank ist, kommt eigentlich oftmals ein ganz guter Spieler. Wir nehmen mal David Silva mit erstmal, Leute. Checkt wie immer noch gerne meinen Shop aus, wenn ihr Bock habt. Gönnt euch die nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün. Wie auch immer, welche Farbe auch immer, gönnt euch. Link ist oben in der Beschreibung. Nice LED-Lampe auch am Start. Ihr wisst es, Kissen, Tassen, Turmbeutel, Handyhüllen am Start. In Orange, Blau, Rot, Grün, alles am Start. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch dazu, zu eurer Bestellung. Checkt aus, wenn ihr Lust habt. Ich danke euch für eure Unterstützung. Und wie immer, vergesst nicht, Leute, checkt noch gerne meine Songs aus bei Spotify. Till FIFA Gaming heiße ich dort. Gönnt euch, Alter. Ich danke euch. Carles Puyol immer auf Dauerschleife. Unten rechts in der Ecke mal das Dauerschleife-Symbol machen. Durchgehend pumpen die Songs. Carles Puyol beim Footdraft, Alter. So muss das sein. Erster Icon ist da. Naja, 86er Rating ist jetzt nicht so geil. Oh, Valverde, Alter. Fresher Spieler. Gutes, richtig gutes Talent, Valverde. Dieses Jahr im Karrieremodus, glaube ich, 92 oder 93 Potenzial. Richtige Maschine, Valverde. Zumindest in dieser Saison. Ich finde ihn auch echt ganz gut. Zumindest solange die Saison lief, hat er eigentlich stabil gespielt. Nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Ne? Hat der ein neues Bild, Digga? Ah, ne, der ein Upgrade. Der war vorher auf 89, ne? Die Future Star Card. Jetzt auf 91, deswegen. Irgendwas war neu. Oder hat er auch ein neues Bild? Ich weiß nicht, Alter. Das Bild sieht auch so aggressiv. War der auch schon immer so aggressiv auf dem Bild? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Bescheid wisst, Pavard, Cabral, Yoshida, Feldmann. Was, Digga, jetzt morgen scheiße, was ist das für Innenverteidiger? Müssen wir Iñigo Martinez mitnehmen? Spanier, immerhin, Link beide. Einmal Spanien, Carles Puyol und Icon, Link so oder so. Und Valverde als La Liga-Spieler wird auch gelinkt. Freche Sache. Kovacic, auch okay. Team of the Season, Kovacic. Guter Spieler eigentlich. 95 Dribbling, Alter, Maschine. Boah, viel schnelle Skills. Er hat eigentlich immer eine gute Karte. Was hat er für eine Stärke? Stärke 75, naja gut, ist 1,76, aber eigentlich, der ist auch noch richtig jung, ne? 94er Jahrgang, okay, was heißt jung, mittlerweile auch Mitte 20, war lange bei Real Madrid, da nie konnte er sich eigentlich durchsetzen, dann zu Chelsea, ist er eigentlich ausgeliehen oder verkauft, Alter? Gute Frage, ich weiß nicht, ey, schreibt's rein, aber ich glaube, der ist verkauft, der ist jetzt schon, der muss verkauft sein, oder der ist jetzt schon, ich glaube schon das zweite Jahr, oder Real hat den 2 Jahre ausgeliehen, ich weiß, ah ne, warte mal, Quatsch, der war, glaube ich, zwischendurch nochmal bei Inter Mailand. Kann sein, dass der an Inter Mailand verkauft wurde. Ich glaube, der wurde von Real an Inter verkauft. Und Inter, weiß ich jetzt nicht, ob die den verkauft haben in Chelsea oder ausgeliehen haben. Keine Ahnung. Wir nehmen auf jeden Fall Sergio Ramos mit. 89er rated. Kann man machen. Verratti ist am Start. Toni Kroos. Rojas. Rojas ist einfach besser als Toni Kroos, Alter. Was ist das? Das Ding ist, Toni Kroos gibt es als Team of the Season. Können wir dann nicht mehr mitnehmen. Ist die Scheiße. Deswegen bin ich am überlegen, Parejo mitzunehmen. Und oder ist die Soccer auch noch? Boah. Komm, wir nehmen Sissoko mit, Leute. Ja. Wir nehmen Sissoko mit. Ich will die Chance auf Toni Kroos noch da lassen. Vielleicht kriegen wir den noch. Vielleicht kriegen wir den noch. Grimaldo ist auch ein Klassiker. Team of the Season. Grimaldo, Linksverteidiger, immer am Start. Ohne Scheiß. Oh, Vertonghen ist stabil. Jordi Alba ist auch stabil. Grimaldo ist okay. Links Sergio Ramos. Wir nehmen Grimaldo mit. Komm, zweiter Tots. Okay, jetzt beide Stürmer. Einer von beiden muss gut werden. Bitte. Bitte, das wird schon mal nix, Alter. Shit, Sasa-Legende, Alter. Könnt ihr euch noch... Wann war das? 2016, ne? 2016 EM. War das gegen Deutschland? Doch, das war gegen Deutschland, ne?
Elferschießen, wo der, doch, das war gegen Deutschland, ja, Mann, wo der den tanzenden Elfer gemacht hat. Absolute Legende. Hat er den, der hatte den danach auch in FIFA, ne? Hat er den immer noch in FIFA? 88 Stärke Maschine. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch diesen langsamen Anlauf hat. Der war richtig kurios. Komm, eben Sasa mit, Alter, ist eine Legende, Mann. Sasa ist eine Legende. Okay, der, komm bitte, Alter, muss jetzt gut werden. Das sieht gut aus. Come on, Solot, Doyle, Aubameyang. Naja, Solot ist eigentlich Maschine, Alter. 91 Tempo, der Typ ist 1,94 groß, Junge. Hat er leider nur 3 Stellen Skills. 95 Physis, was hat er für eine Stärke? 99. Ja, 99, Alter. Kranker Stürmer zum Auswechseln oder beziehungsweise Einwechseln. Mega. Bringt zwar gar keinen Link. Korrekte Sache, wir haben Torhüter die ganze Zeit vergessen. Eigentlich mache ich Torhüter mal für den Stürmern. Ja, toll, Alter. Hätte ich mal besser so gemacht. Leno gibt es als Tots. Bittere Sache. Matheus, Perin, Junge. Wir haben, glaube ich, keinen Torwart, der auch nur annähernd einen Chemielink gibt. Bruder, was ist das denn, ey? Leno will ich jetzt nicht mitnehmen, weil es ihn als Tots gibt. Aber Leno müssen wir eigentlich mitnehmen, weil der Premier League ist. Komm, wir nehmen Leno mit, ey. Weil wir brauchen hier wenigstens annähernd einen Torhüter, den wir linken können. Weil wenn wir gleich keinen Torhüter nur, nicht mehr bekommen, nur den letzten. Und der Krise wird, dann wird kritisch. Lennon, Digga, Silberkarte mittlerweile. Ist auch schon ein bisschen älter. Früher so schnell gewesen, jetzt 79 Tempo. Aber dafür, dass er mittlerweile, wie alt ist er? Boah, Alter, erstmal rechnen, 33 geht, ey. So alt ist er gar nicht. Aber 79 Tempo ist stabil. Ich meine, Ronaldo ist 34 und hat 89 Tempo oder so. Naja gut, Ronaldo ist Ronaldo. Aguero ist fresh, der linkt nämlich David Silva. Das ist sehr nice. Bringt 6 Chemie. So, bringt es nochmal 6 Chemie. Machen wir erstmal so, würde ich sagen. Ja, Digga, das Team. Naja, bislang, naja. Muss man ehrlich sagen. Und dann kommt er 9, Digga. Rui Costa als Prime Icon Moments Card. Hatte ich noch nie, Digga. Fällt mir gerade auf. Geile Fritte. Was hat er für eine komische Frisur, Alter? Digga, die Haare stehen hier hinten so richtig komisch ab. Aber feiere ich. Aber, Digga, wir können jetzt. Wir müssen R9 mitnehmen. Scheißdreck, Mann. Das kann nicht wahr sein. Ich hätte gerne Rui Costa mitgenommen, weil ich den noch nicht hatte. Aber R9. Hat Vorrang, okay. Babasturm, kann man nichts gegen sagen. Aguero und der 9. Schmeckt. Aber verdammt nochmal, schmeckt das. Weiter geht's mit Palacios, Di Maria, Insigne, Lukaku, Ricardo. Boah, Digga, Pereira, 87er Rating. Bringt uns auch eigentlich wieder, bringt uns alle gar nichts. Wir nehmen Palacios mit 89er Rating, aber naja, war jetzt auch nicht so geil. Weiter geht's mit Salvio und Lopez. 2 Copa Libertadores Karten. Digga, was soll die Kacke hier? Salvio oder Lopez. Lopez, komm, Alter, was soll's. Wir müssen eigentlich noch. Ja, Torhüter brauchen wir noch neu. Innenverteidiger brauchen wir noch neu. 90er Bewertung ist jetzt auch nicht so stabil, wenn man ehrlich ist. Lionel Messi ist am Start, der uns auch gar nichts bringt. Ey, wir kommen hier wirklich null. Obwohl, warte mal. Packen wir Messi ins Tor erstmal. Bringt gar nichts, aber ein Chemie weniger. Können wir auch Messi ins Tor stellen, anstatt Bernd Leno. 91er Rating. Boah, ist fresh, Alter. Ist sehr, sehr fresh. Okay, letzter wahrscheinlich. Oder was heißt wahrscheinlich? Letzter offensiver Spieler. Lacazette. Wir hätten wenigstens nochmal Salah als Team of the Season rausrücken können. Jetzt ohne Scheiß, ey. Lacazette würde uns, glaube ich, sogar mehr Chemie bringen, weil der, glaube ich, Sissoko auf volle Chemie bringt, oder? Bringt der nichts? Nö, bringt gar nichts. Ja, toll, hätte ich mir sparen können. Aber war eh der beste Spieler mit Salah, 90er Rating. Also von daher hätte ich, ob Salah oder den jetzt mitzunehmen, ist dann auch egal. Jadon Sancho, Santi Gasola, Lemar, Verdi, Santi Gasola, auch einen kranken Tots, ne? Ich glaube 94er. Ja gut, wir nehmen Sancho mit, was soll's. Highest rated mit 87. Ich glaube ehrlich gesagt, oh, Obermas. Oh, Steven Gerrard auch noch. Killinch und Simon haben wir auch noch am Start. Obermas, ja gut, nehmen wir Gerrard mit. Warte mal, Gerrard könnte für, was heißt könnte, der müsste eigentlich 6 Chemie Plus bringen, oder? Oder? Ja, 9 sogar, Digga. Okay, Gerrard, einfach mal kurz geregelt. 9 Chemie plus. Nice. Warte, Kovacic jetzt mal hier rüber. Jawohl, ist dann noch ein bisschen besser. Nice Sache. Okay, also Team. Ein Spieler. Da seht ihr es wieder, Leute. Footdraft. Manchmal ein Spieler macht das ganze Team auf einmal 10-mal besser direkt. Williams, nächster Team of the Season. Nehmen wir mit. Wie viel da ist das? Der 4. Team of the Season. 2 haben wir noch. Come on, ein Tots geht noch, oder? Ein Tots geht noch rein da. Lopez, Dellabella, Vallejo. Wo spielt Vallejo, Alter? Bei Granada. War bei Frankfurt, ne? Der war bei Real. Ich weiß nicht, ob der immer noch bei Real ist und die den nur ausgeliehen haben. Ich weiß es nicht. De La Bella, ne? Wenn wir letzter Spieler kommen, ein Tots noch. Torhüter bräuchten wir echt. Wir haben Messi im Tor, fällt mir gerade auf, ne? WTF, Digga. Wir haben immer noch Messi im Tor. Ja gut, mit De Gea sind wir auf 100 Chemie. Mit Courtois ebenfalls. Ich bin aber überlegen, Courtois mitzunehmen und dann Messi für Inigo Martinez reinzustellen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Aber könnten wir probieren. Dann haben wir nämlich anstatt ein 80er hier ein 94er drin. Aber ich weiß nicht, ob das volle Chemie gibt. Es gibt drei weniger. Okay, ich sag mal so, es könnte noch reichen. Ja, könnte funktionieren. Mit Della Bella wird es wahrscheinlich nicht. Bringt auch nichts. Okay, drei Chemie brauchen wir noch, Leute. Also könnte funktionieren, könnte aber auch nicht funktionieren. Müssen wir Messi halt wieder raustun für Inigo Martinez. Was soll's, machen wir gleich. Wir sortieren das mal ganz kurz. Bei unserer Bank eigentlich, okay, stabil ist jetzt, ist okay. Stabil ist übertrieben, aber ist okay. Paar ganz gute Spieler noch dabei, paar High-Rated-Spieler. Aber geht auch besser. 91er-Rating, wenn wir es safe nicht mehr kriegen. Nö. Okay, ich glaube auch nicht, dass wir drei Chemie noch kriegen werden. Aber wir probieren es, Leute. Wir probieren es. Drei Chemie ist machbar. Na, sieht nicht danach aus. Ja, war wieder klar, Alter. Zwei Chemiepunkte, Alter. Come on, ehrenlos, Digga. David Gallego haben wir am Start. Aber egal, Leute. R9 ist am Start. Gerard ist am Start. Vier Team of the Seasons auch am Start. Können jetzt Messi wieder reinstellen. Werden wir auf 100 Chemie, Leute. Das war's von diesem Draft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Macht die 5 Likes voll. Checkt euch meinen Nice Shop aus. Eine nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün. In den 4 Farben. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice. LED-Lampe auch noch am Start. Handyhüllen, Orange, Blau, Rot und Grün und gratis Autogrammkarte gibt es zu eurer Bestellung dazu. Also checkt's aus, wenn ihr Bock habt. Ich danke euch für eure Unterstützung. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich würde mich sehr freuen. Macht's gut und ciao.